Hallöchen! Schön, dass ihr da seid. Ich und meine Freunde freuen uns auf euren Besuch. Heute möchte ich euch ein kleines bisschen von meinem Buch Nüsschen und Lilli vorlesen und ich hoffe, dass es euch gefällt. Das ist übrigens eine wahre Geschichte. Also, hallo, ich bin ein Kätzchen und heiße Nüsschen. Heute erzähle ich dir meine wahre Lebensgeschichte. Ich bin 4 Jahre alt, das sind ungefähr 30 Jahre im Vergleich zum menschlichen Alter. Meine Geschichte begann im September 2010. Ich hatte meine ganze Familie verloren und lebte einsam und allein an einem dunklen Ort hinter einem riesigen Gebäude in einer Großstadt. Damals hatte ich keine Ahnung, wo ich war. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mich an einem unangenehmen und sehr gruseligen Ort befand. Um ehrlich zu sein, hatte ich vor jedem einzelnen Geräusch Angst, weil alles so neu für mich war. Deshalb stellte jeder Geruch und jeder Lärm eine riesengroße emotionale Herausforderung dar. Ich hatte Angst davor, dass mich niemand je finden würde, weil ich so winzig war. Wer würde sich um mich kümmern? Eine Woche verging und ich war noch immer einsam und allein. Ich hatte keine Hoffnung mehr, dass mich jemand jemals retten würde. Ich war müde, ich hatte Hunger und ich hatte Durst. Ich hatte Angst und miaute um Hilfe. Miau, miau! Ich dachte, irgendwann würde mich schon noch jemand hören, denn ich war von Anfang an eine Kämpferin und glaubte fest daran, dass mein Schutzengel früher oder später kommen und mich retten würde. Ich kämpfte 7 Tage lang ohne Nahrung und Milch, bis ein Wunder geschah. Ich erinnere mich, dass ich von den warmen Händen eines Engels berührt wurde. Eine wunderschöne und liebevolle Frau strich über mein Fell und gab mir Trost mit ihrer wundervollen Stimme. Das Erste, was sie zu mir sagte, war: Süße, was machst du denn hier alleine? Keine Sorge, jetzt wird alles gut. Du bist in Sicherheit. Genau das wollte ich hören. Willst du wissen, wie die Geschichte weitergeht? Dann hol dir das Buch beim Amazon. Danke für deinen Besuch heute. Meine Freunde und ich freuen uns darauf, dich bald wieder zu sehen. Mach's gut. Tschüss. Ciao.